So, liebe Leute, ich muss jetzt ein paar Promokarten von mir kleben. Hier. Und da kommen Adressen drauf und dann geht's ab. Genau, und dann wählst du unten Hashtags aus, 20 Stück auswählst, wo du genau weißt, davon sind ungefähr ein Drittel etwas schwacher von der Ausbeute her, also von der Reichweite. Ungefähr die Hälfte davon, der übrigen, machst du im mittleren Segment und nochmal so ein paar im ganz hohen Segment. So hast du im Prinzip eine große Streuung drin. Ja, Uhrzeit würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, lieber, je nachdem, wir haben es jetzt gleich irgendwie gegen 8, dann würde ich wahrscheinlich versuchen, die da auf 9, halb 10 zu erreichen oder so, weil dann viele Pause haben. Von 12, halb 1, 1 rum hast du auch 15, 16, 17 Uhr sowas in der Regel. Aber dann abschicken und fertig. Ja, gerne. Alles klar, bis dann. Ja, ciao. Ja, Leute, ich muss jetzt erstmal ins Studio. Am einfachsten geht das natürlich mit dem Swipe und der funktioniert so. So, ab ins Studio. So, liebe Leute, hier bin ich jetzt im Studio und wir machen jetzt ein schönes Shooting und genau. Lucky, guck mal, du bist auch im Studio heute, ne? Du kriegst auch hier deine Bilder. Achtung. Ja, nee, nix hier. Und das ist das Modell für heute. So, sie guckt sich gerade nochmal die Pose an. So, und ich mach weiter. Ja, Leute, ich habe gerade noch ein kurzes Video zusammengeschnitten und gemacht. Es geht dabei um Instagram Story und so eine Collage ist nicht die Funktion Collage, sondern eine andere Art und Weise, wie man quasi aus deinen eigenen Fotos Sticker machen kann. Das ist ganz cool eigentlich. Folgt jetzt direkt hier nach. Ich versuche das auch mal und baue auch so etwas und zeige euch direkt, wie das funktioniert. Das Layout, was ich gemacht habe, sieht dann genau so aus. Genau. Und wie das genau funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Also im Prinzip öffnet ihr eure Instagram-App, das ist das Erste. Dann oben links in der Ecke gibt es ja das Symbol für die Instagram-Story. Dort geht ihr drauf. So, jetzt seht ihr meine schöne Hose. So, jetzt nehmen wir uns mal einen neutralen Hintergrund. Ich mache mal das Foto von der Hose. Zack. So, jetzt haben wir das Bild als erstmal das Hintergrundbild. Darum geht es ja erstmal primär. So, dann wechseln wir das Fenster und gehen rüber zu unseren Fotos, die wir benutzen möchten. Zum Beispiel hier aus meiner New York-Reise 2015. So, jetzt nehmen wir uns das erste Foto hier weg. Das ist ganz schön. Wir gehen unten links auf das Symbol mit dem Kasten und dem Pfeil drauf und drücken auf Fotokopieren. So, jetzt ist das Foto im Hauptspeicher. Jetzt wechseln wir das Fenster und unten links in der Ecke erscheint der Sticker. So, jetzt können wir den auswählen, können den dann hinterher schieben, dann legen wir uns den hier oben in die Ecke. So, und weil das so schön war, machen wir das jetzt Ganze nochmal und nehmen uns zum Beispiel dieses Bild hier, das ist ganz cool. Unten links in der Ecke, Fotokopieren, wechseln,
Sticker nehmen und hinschieben. Und weil wir noch Platz haben unten links, machen wir das nochmal. Wechseln, Foto auswählen. Komm, die Skyline ist cool. Na? Skyline, da bist du. Unten links, fotokopieren, wechseln, Sticker nehmen, hinschieben. Das war's. Ja Leute, ich habe jetzt glaube ich 5, 6, 7 Takes gebraucht, nur für dieses eine kleine Video. Naja, egal. Auf jeden Fall die Outtakes dazu, die seht ihr jetzt. So liebe Leute, ich habe gestern ein cooles... So Leute, los, dann hopp. Komm her, hopp, hopp. Hier rüber, hier. Danke, mit hier. So ist gut. Nacke rüber und Platz. Platz. Lucky Platz. Ist hier nicht im Bild, okay. Cut. Ein ganz cooles, ein tolles Video gesehen. Das rülpst der. Der rülpst nicht. Der rülpst. Ja, ein Foto in einer Instagram-Story und dort wurde, das habe ich hier gar nicht angeschaltet. Nachdem draußen das Wetter echt beschissen ist heute den ganzen Tag, war ich eben in Osnabrück und habe mir ein neues Spielzeug gekauft. Und das ist das hier. So, liebe Leute, ich befinde mich hier in der Sparrenburg. Und wie ihr da oben sehen könnt, da ist sie. Da. Und ja, ich habe mir diese Aufgabe gemacht heute, an dem heutigen Freitag, ein kleines Video zu drehen mit meiner Steadicam und mal gucken, wie das so alles funktioniert. Wetter ist nicht so gut, aber egal. Einfach mal ausprobieren. So, liebe Leute, das Video ist jetzt vorbei. Ich wünsche euch einen schönen Valentinstag. Ich mache mir jetzt einen Kaffee und dann ab auf die Couch. Bis dann! So, Leute, ich habe gerade einen riesen Lauf gemacht hier an der Burg, damit ich jetzt ein bisschen die Steadicam mal ausprobieren kann. Und ja, bin ganz schön fertig. So Leute, ich mache jetzt hier zum 8. Mal ein Video hier um einen Parkplatz an der Sparrenburg. Ich war die ganze Woche mit der Kamera unterwegs, habe ein bisschen was aufgenommen und mich selber gefilmt und so weiter. Und ja, das Ganze gibt es in einem Video und das Ganze gibt es auch bald. Von daher, hier ist das andere Ding, da. Bis dann. So, stopp.